Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Tyrannis mit der Jana. Hallo. Wow, es geht weiter hier mit unserem wunderschönen Konstrukt. So, wir müssen hier noch ein bisschen weiterbauen. Ein bisschen Querverstrebung muss noch rein. Und dann, warte mal, wie hast du das jetzt hier gemacht? Ich helfe dir mal eben noch dabei. Oh, fuck. So. Das dahin wieder. So quasi, in diesem Sinne. Ja. Blups, 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 blups. Oh. Ich denke, so wird das, ne? Ja, ne, oder? Sieht Ja. schon noch was aus, ne? So ein bisschen. Würde ich schon sagen. Hier noch Carpenters rein und da noch rein und na komm. Das müssen wir natürlich dann unten auch noch mal machen, ne? Ganz toll sieht das aus, ganz toll. Aber warte mal, irgendwie habe ich hier was falsch gemacht. Ja, guck mal. Fehler, Fehler. Fehler. Ein Fehler. So ist richtig, ne? Ja. So ist richtig, genau. Gut, dann werde ich jetzt mal, Moment, dann gehe ich mal aus dem Kreativ. Ach, shit. Nee, warte, passt schon. So, also die Blöcke müssen natürlich jetzt hier. Naja, gut, ist egal, wegen den drei Blöcken. Oh Gott, die Kiste ist auch voll. Das Teil, das Teil, das Teil. Ich habe echt hier ein bisschen Kistenmangel. So, warte mal, wie sieht's denn eigentlich mit dem Dings aus? Mit dem? Meiner. Der macht noch so, wie es aussieht. Lapis. Kohle. So, warte, schau mal ganz kurz zu dem Miner rüber. Gucken, ob der noch genug Stuff hat. 3000 Blöcke hat er noch. Und er meint schön. Das ist natürlich super. Sehr gut. Das, 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 das. Nein! Auch falsch. Ach so, das hat man ja hier reingeschmissen, alles schon mal, ne? Hier, Ja. Eisen, Osmium, bla Genau. bla bla. Aber das ist ja auch nicht mal Dias, bringt so langsam, das ist echt nervig. Immer noch keine Dias. Das Gebiet ist halt ziemlich groß, ne? Ja. Ja, und der bringt den anderen ganzen Stuff noch. Ja, Das sind viele Adern, ja. ja. So. Dann baue ich jetzt mal hier die Windräder ab. Oder nee, ich müsste natürlich jetzt erstmal versuchen, irgendwie an den Tesserakt dran zu kommen. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich.
Ach, nee, oder? Gibt's hier nur die Möglichkeit mit Dings, mit, mit? Shiny Metal? Scheiße, ja. Wir haben dem Miner, glaube ich, nicht gesagt, dass er Ferros abbauen soll. Was willst du denn gerade bauen? Ist das Rakt? Ach so, ja, das, ja. Weil dazu bräuchte ich Shiny Metal und bei Shiny Metal, das kriege ich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt ein Shiny Metal, es gibt ein Shiny Ohr. Ja, gibt. Kannst du auch eingeben. Also du kannst auch Shiny Metal natürlich mit dem ferrösen Erd machen, wie du es kennst und so. Naja, mit 10% Zinnabar und so. Genau. Und halt Shiny Ohr einfach abbauen lassen. Das ist aber warte auch mal, nicht dann so muss häufig. Ich hier mal ganz kurz Stopp machen. Wie komme ich in die Config? Auf Reset drücken, auf das R. Reset, Config. Dann kannst du mit Config, genau. Config, dann war das New Filter und Ordict, ne? Genau. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz was anderes schauen. Wie hat man das dann reingeschrieben? So. Also einfach Ohr Shiny, ja? Genau. Und das Sternchen hinten heißt, also damit du nicht halt den Rest noch schreiben musst. Aber Shiny müsste ausreichen, damit er weiß, was gemeint ist. Ach so, andersrum. Config. Oh. SH nur, ne? Mhm. Shiny. Genau. Und du siehst, wenn es geklappt hat, dann siehst du auf dem Feld, wo du alle ausgewählt hast, dass sich da ein wechselndes Bild ergibt. Nee. Boah, Shiny zeigt da gar kein Bild an. Dann stimmt's nicht. Aber es heißt ja einfach nur Shiny Ohr. Dann kannst du das nehmen, also dann gib dir halt mal eins kreativ und leg ihm das mal rein als Angabe. Dann musst du das andere auswählen. Dieses Material suche. Wenn du ihm einmal das Erz gibst, dann findet er es dann auch. Warte mal, Shiny. Was löst. Ach, was gebe ich denn hier ein? Shiny. Mache ich mal das Shiny, was ich eingegeben habe, Delete, New Filter und dann Material oder wie? Nee. Ja. Shiny Ohr. Save. Nee, Materialfilter ist falsch, oder? Doch, du musst Material und da legst du das Shiny Ohr rein. Ja, aber du kannst auch Ordict und dann. Nee. So ein Mist hier. Hast du den Materialfilter? Da musst du einfach das Shiny Ohr reinlegen. Ja. Okay, dann hat es aber irgendwie eine andere Farbe. Ja, das ist nicht, dann ist das lila, das ist nicht schlimm. Okay, das ist nur, weil es vom Materialfilter ist. Okay. Dann gebe ich mir mal eben noch einen Ferrus. Jetzt musst du nur gucken, ob sich auch die Zahl ändert. Also mach mal erstmal, lass mal den laufen, ohne dass du das Ferrus einträgst, damit du siehst, ob er überhaupt Shiny findet. Wenn er nämlich, also wenn sich die Zahl nicht ändert, weiß ich hier, to mine steht doch an der linken Seite, wenn du den wieder anmachst. Also ich weiß ja nicht, was er jetzt meint, aber. Jetzt meint er Cobblestone. Wie blöd ist das denn? Hä? Hast du unten das I gedrückt? Der Inversive Mode an? Inversive. Warte mal, das I, wo ist das? In dem Modus von den Konfigurationen. Ach so, Inversive Mode on. Okay. Nee, der darf nicht on sein. Nee, war er nicht. Ach so.
Inversive Mode off, ja? Ja. Okay. Findet er 212.000. Aber warum macht denn der Cobblestone? Ja, er findet 212.000, also das ist, glaube ich, der macht da alles. Hm. Warte mal. Dann findet er das Shiny Ingot nicht. Dann kann das sein, ich nehm's mal wieder raus. Das Shiny Ingot gibt es in der Dingswelt, in der fossilen Welt. Also in allen anderen Welten gibt es das nicht. Ah, jetzt hat er 2983. Mhm. Liegt an dem Shiny Ingot. Dann also das Filter. Kannst du nicht so suchen. Aber oh. Färöses Erz, das kannst du suchen. Config, New Filter, Material. Ferrous Ore, safe. Kann ich die eigentlich nicht mehr sehen wieder? Start. Ha! Nee, Ferrous macht er dasselbe. Dann liegt das an diesem Itemfilter. An dem Materialfilter. Da muss man da einen anderen Filter benutzen. Config, New Filter, Ore Direct. Dann gebe ich es einfach so ein. Ore. War das Ferrous Ore oder Ore Ferrous? Warte mal, ich brauche nur mal auf ein anderes klicken. Ore Iron, okay, also ist es doch so rum. New Filter, Ore Direct. Ore. Dann einfach Ferrous. Ferrous. Save. Hat er auch wieder kein Bild. Nein. Was ist denn das? Ich ihn jetzt anschalte. Nee, nix dazu. Macht er wieder alles. Nee, nix dazu gekommen. Ah, okay. Verstehe ich nicht gerade, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Ah, Ferrous ist ja richtig geschrieben. Ja. Ferrous, ja. Das checke ich nicht. Wieso macht er jetzt kein Ferrous? Was ist das für ein Quark? Was ist, wenn ich die Mod-ID eingebe? Ne, Mod-ID ist ja falsch, oder? Aber das wollte ich auch gerade. Doch, Mod-ID, das ist also 2183 die ID für den... 2183 Doppelpunkt. Ja, Doppelpunkt kannst du nicht machen. Geht's schon los. Kannst keinen Doppelpunkt machen. Verstehe ich auch nicht. Item Stack. Hä, jetzt hat er bei Item Filter. Hat jetzt Ferrous drinne. Ja, und das ist das richtig. Dann nehmen wir das. Habe ich bei Item Stack jetzt rein. Okay. Warte mal, dann mache ich mal Start. Nö. Auch nicht mehr dazugekommen. Warte mal, 2970. Reset. Finde da nicht.
Verstehe ich aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Nö, das verstehe ich auch nicht, weil ferröses Erz gibt es auf jeden Fall in der normalen Welt. Also das haben wir auch in der Farmwelt immer mitgenommen. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe mal zu uns gucken, was wir da haben. Na, wie habt ihr Ferrus abgebaut? Na, mit der Quarry, also wir haben die Ender Quarry halt laufen. Ach, ihr habt die Ender Quarry mittlerweile. Ja. Echt komisch. Versteht kein Mensch sowas. Na gut, warte mal, Fakt ist ja auf jeden Fall, wir brauchen Tesserakte. So. Ach, fuck. Warte mal, das ist mal raustun, dann Survival. Okay. Tesserakt, gut, dazu brauchen wir das. Das ist schon mal klar. So, dann brauchen wir einen Fluid Transposer und Magma Crucible. Fluid Transposer. Maschinenfeuer, oh Gott. Jetzt muss ich mal kurz schauen, habe ich noch Maschinenframe? Ich schmeiß dir in deine Goldkiste den Kram rein. Okay, dankeschön. Schön. Mehl haben wir auch nicht, aber ich denke, das reicht erstmal ein bisschen. Man merkt, bei uns war lange keiner mehr da. Nice. So, warte mal, das. Das habe ich. Silber. Silber. Ach so. Ich will nicht nochmal ein Maschinenframe, bitte. Iron. Zingier. Gut. Silber, Zinn. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Mal ein paar davon, dann brauchen wir auf jeden Fall Gold und Redstone noch. Gut. Gold, Redstone. Blups. So. Okay, dann das brauchen wir. Dann Zinn hier. Zinn, Glas und Iron. Ein bisschen Glas. Also allein dieser Höhenunterschied, ich habe es gerade mal getestet mit deinem Windrad hier, ne? Da, wo du sie jetzt stehen hast, geben sie 196. Hier oben auf deiner Plattform geben sie dann 229,09. Oh, nice. Das ist cool. Ja. Also das macht schon wieder was aus. Hat er denn? Na gut, dann müsste das erstmal so weit passen. Einmal nach. So, Fluid Transposer, das ist schon mal nice. Dann stellen wir den gleich mal ein. Gut, dann Magma Crucible. Hast du denn Enderaugen? Ich habe keine Ahnung. Zwei. Okay, ich gehe mal zurück. Ich schäme mich. Meine andere Frage, hast du, habt ihr Netherbricks? Ja. Oh, cool. Bring ich mit. Das ist lieb, dankeschön.
ich. Oh. Serious? Iron. Ich brauche trotzdem Ferrus. Hast du was rein jetzt eigentlich? In die Goldkiste. Ah, cool, dankeschön. Dann muss das auf jeden Fall jetzt hier rein, erstmal zum Verarbeiten. Wie viel Netherbrick brauchst du denn? Zwei. Ach so, zwei. Zwei Netherbricks, weiß ich nicht. So, aber wir machen hier erstmal ganz kurz Schluss, meine lieben Freunde, und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Tesserakte bauen. Und ich bin gespannt, ob es klappt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Ciao.